Willkommen zu einer neuen Folge Deponia. Wir sind immer noch bei diesem Kran und versuchen irgendwie Go hier rüber zu kriegen. Aber ich war noch nicht im Kran drin, deswegen gucken wir mal, was passiert. So. Jetzt komm schon, nichts. Verdammt. Egal, Wartungskasten. Was da auf mich lauert, ich bin vorbereitet. Mach doch auf. Defekte Sicherung. Weg damit. Aber wir haben doch noch eine. Das wird ein Kinderspiel. Ready? Go! Mist! Ach, verdammt! Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Wie hält Doc das nur aus? Am besten frage ich ihn mal. Okay, dann fragen wir ihn mal. Ah, diese endlos langen Laufanimationen, ey. Vor allem, wie kommt man seinen Schnaps ran? Hallo! Was? Oh, hallo! Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immer her damit! Doc, ich bin zu unruhig. Das merkt man. Sieh dich doch nur an. Die Hände, die Augen, die Frisur. Hä? Du solltest etwas dagegen unternehmen. Unrast ist des Bastlers Tod. Wenn ich unruhig bin, dann meditiere ich immer. Meditiere? Ja. Meditieren? Leg dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Warte, ich mach's dir vor. Okay. Gut so. Siehst du, wie alles schärfer wird und die Farben kräftiger? Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert. Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Jetzt geht es weiter nach Süden. Und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. Und dann schließlich... Ich bin ja schon ganz vertranced. Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich... bin ein Fluss. Anschließend nehme ich noch einen tiefen Schluck aus meinem Flachmann und schon bin ich ganz relaxed. Alles verstanden? Okay, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Alkohol. Was? Oh, hallo. Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immer her damit. Könntest du mir noch mal zeigen, wie man meditiert? Aber na klar. Leg einfach dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Etwa so. Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Gut so. Siehst du, wie alles schärfer wird und ich kann aber verstehe nicht, wie er da Fluss draus lesen kann. Blauen Mast dort fixiert. Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Jetzt geht es weiter nach Süden und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da und dann schließlich auf jeden Fall. Da steht aber die Fluss und dann Flug. Anschließend alles.
Gut, versuchen wir das mal. Sollten wir doch hinkriegen. Warte mal, ein Bein hinter dem Kopf. Ich wusste es immer. Man braucht kein Yoga, wenn man Erfindungsreichtum hat. Bein hinterm Kopf, check. Horizont fixieren, check. Und los. Ich bin Mumpi? Und nun? Ich glaube, es funktioniert. Zumindest meine Zunge zum Dank tun. Auf geht's! Toller Jahrgang! Okay, versuchen wir es. Yes! Oh, Fuß! Yeah! Okay, gehen wir mal zum Mindbike. Du bringst ganz schön was auf die Waage, Mädel. Und ich dachte, du hättest dich extra schwer gemacht, als ich dich vorhin den Hang hochgeschleift habe. Aber egal. Die Kontrollen sind frei und ich habe einen Schaltplan. Das sollte ein Selbstgänger werden. Ja, die Frage ist jetzt nur, wo müssen wir hin? Gibt es eigentlich noch mehr Hebel? Die Frage ist ja auch... Yep, alles klar. Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. Ich weiß auch gar nicht, wo wir hier hin müssen. Dann fahren wir da lang. Dann fahren wir da lang. Dann müssen wir da lang fahren.
Ich denke mal, wir müssen irgendwie wieder dahin oder dahin. Okay, fahren wir mal los. Mal sehen, was das für eine Erinnerung bringt. Okay, also wir müssen nach unten rechts. Habe ich mich jetzt verguckt, ja. Gucken wir mal, wo das hinführt. Wir würden hier unten rauskommen. Warum geht der mal auf den linken? Ey, ich verstehe das nicht. So fahren. Wenn wir da so lang fahren, da rauskommen. Hier lang fahren. Da kommt okay, beim Umstehen. Hier lang fahren. So, die würde einfach mal alle tauschen. Das heißt, wir würden hier lang fahren. Da lang fahren, da lang fahren. Wenn wir so lang fahren und wieder zurück. Fahren wir da lang? Gucken wir mal.
Okay, das ist auch nicht richtig. Nein. Ich will gerne wissen, was das da aussah. Ach, die schalten die Grünen. Hm. Aber jetzt wird es ja mal. Jetzt wird's interessant. Also. Dann lass uns doch mal da langfahren. Da langfahren. Und so, dann fahren wir hier einmal da lang. Der Rote schaltet dann den um. Okay. Wir müssen eh so fahren. Dass wir hier so wahrscheinlich ankommen. Okay, also ich würde mal sagen, dieses Rätsel machen wir in der nächsten Folge weiter. Wenn es euch gefallen hat, dauert das Abo da lassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei diesem Minenrätsel. Bis dann!